Alter, wollen die alle zur Uni oder wo wollen die jetzt hin? Ich mach... Die wollen alle zur Uni oder... Heilige Scheiße. Schlimm, diese schlecht ausgebildeten Arbeiter. Ja, ich guck grad die Uni. Forschungsprojekt. Forschungskosten sind natürlich auch viel zu hoch. Für uns kleine Pökse. Ach, schön ist diese Stadt. Und hier hinten wird gebaut. Da hinten wird gebaut. Da hinten wird gebaut. Da hinten wird gebaut, was sich sonst keiner traut. Das ist aber noch nicht ganz, ne? Die Dichte ist noch, das geht noch. Genau. Da ziehen es, das ist halt der Plan, deswegen möchte ich keine neuen Wohngebiete bauen, damit da halt Hochhäuser hinkommen. Weil wenn ich jetzt noch mehr Wohngebiete baue... Naja, ihr wisst es ja selber. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich hier jetzt die Dichte erhöht habe und dass hier die neuen Fabriken hinkommen. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil jetzt habe ich noch mehr Arbeitsplätze und dann erst kommen die Leute. Hm. Boah, diese Ballons hier, ne? Finde ich irgendwie süß, aber sind schon viele. Oh, was ist das denn da? Ein Nagerkopf. Sieht ein bisschen fies aus. Ach, ein Lama ist das. Ein Lama-Kopf, natürlich. Ach, krass. Ruht sich von ihrem anstrengenden Hobby der Stadtverwaltung aus. Das finde ich schon irgendwie cool. Das mag ich gerne. Huch. Von Bäumen gesäugter. Von Bäumen gesäugter Gehweg. Ist nur ein Zweier-Ding. Das muss ich vielleicht auch mal... So, Grundstückspreise. Grundstückspreise. Schlimm, diese schlecht ausgebildeten Arbeiter. Oh Mann, ey, das ist doch ärgerlich. Zombritol. Da habe ich ja die Schnauze voll von Zombies hier. Es werden immer mehr Hochhäuser, aber trotzdem haben wir weniger Einwohner als vorher. Ich blick das nicht, Wackeule. Das ist mir ein Rätsel. Ditte verstehe ich nicht. Und ach, ist das toll. Hm. Tja, kein Problem. Ist ja easy, ne? Steht einfach im Stau. Klaro. Die sollten eine Sonderspur haben für Polizei, für Feuerwehr, für Brandeinsatzwagen. Oder zumindest sollten sie die anders programmieren, dass sie vielleicht einfach durch die anderen Autos durchfahren, statt diesem realistischen Fluss zu unterwerfen. Ich glaube, das macht am Ende mehr Sinn. La da, la da 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 da. Ich überlege, ob ich eine Industriestadt baue und da vielleicht dann... Damit wir hier mehr Arbeiter kriegen, weste. Aber jetzt, wenn wir eine Industriestadt bauen, brauchen wir jetzt auch eine eigene Uni dafür, wenn ich da gar keine Arbeiter selber haben will, sondern die Arbeiter sollen pendeln. Das ist halt so die Idee, weißt du, damit wir hier vielleicht noch mehr Einwohner haben, die anderswo arbeiten, in einer anderen Stadt. Hm. So, wird auf jeden Fall auch langsam mehr Kohle. Zu wenig Arbeiter. Mangel an Arbeitern. Weisen sich Wohngebiete aus. Ja, das ist ja schön. Hm. Tja, was soll's kommen. Wohngebiete. Ausgewiesen, eingewiesen.
Ladam, dadadadam, dam, dadam. Und die können dann zu Fuß zur Arbeit gehen. Diese alten Hipster sind hoffentlich nicht zu bequem. Geht zu Fuß, nehmt das Rad. Wieso haben die eigentlich keine Fahrräder hier? Huch. Können sie eine weitere Garage bauen? Ja, ja, ja. Bisschen Geld haben wir ja gerade. Sorgen Sie noch für 0 weitere Shuttlebus-Passagiere. Ah, ja, ja, das hat ja gut geklappt. So. Fügen Sie einen Shuttlebus hinzu. Das haben wir natürlich gemacht. Wertstoffsammelwagen noch 10. Ach ja, Recyclingzentrum. Wollte ich auch noch bauen. Dachte ich mir. Vielleicht, eventuell. Wie kostet so ein Ding? 111.000. Wie viel braucht das? Eine Menge Platz. Mist. Ja, ist ein bisschen doof, dass Städte so riesig sind. Und hier kann ich dann bei der Uni nichts mehr hinbauen, wenn ich das da hinballer. Können das höchstens hier hinbauen und ich weiß nicht, ob die Anwohner so glücklich sind über ein Recycling-Center. Das ist ja doof. Aber Recycling wäre schon nicht schlecht, dann müsste man zumindest weniger Mülleimer an die andere Stadt abgeben. Und wir sind, glaube ich, dann ein umweltbewusstes... Alter, Dr. Wu, halt die Schnauze. Ich bin Dr. Dick Wus rechte Hand. Du bist also ein Wichser, oder was? Entschuldigung. Nein, danke, der Reiz des Bösen ist mir scheiße, ja. So, Entschuldigung. Boah, zum Glück war das hier viel besser überall mit dem Verkehr. Der, löst sich ja wie von selbst auf. Wie von Geisterhand. So, pass auf, dann mach ich mal Folgendes. Ich mach da nochmal ganz kurz ein Bushaltestellchen. Hallo? Nicht Straßen. Was mache ich denn? Hier wollte ich. Busse. Vielleicht auch mal einfach hier so hin. Ach so, jetzt haben wir da eine und... Naja, ist auch egal. Dann mache ich aber auch hier eine hin. Und vielleicht auch mal hier. Weil es sich anbietet. So. Hier fehlt zwar die Abdeckung ein bisschen, aber naja. Das wird schon gehen. Hier ist eh nur Feuerwehr und Hauptstraßen. Das muss reichen. La la la. So, schöner Hauptstraßenverkehr. Auf jeden Fall, das mit den Hauptstraßen hat super geklappt. Das mit den Straßenbahnen ist natürlich eigentlich auch super. 95.000 Einwohner, da freue ich mich ja wie Bolle. Fehlinvest Group. So, und hier kriegen wir jetzt so langsam so ein paar Arbeiter. Ah ne, Fittenburgers Haushalt. Ach so, ich dachte Frittenbude. Ich dachte, die Band wohnt da, weißt du. Oh je, eine Verletzung. Ja, 96.000. Ich kann jetzt nur noch alles ein bisschen höher ziehen. Hier wird nachgebaut. Ich hoffe, da oben wird es auch nochmal ein bisschen dichter bei Zeiten. Ich habe doch jetzt schon dichte wohndichte Straßen, oder? Ja. Ja? Die sowieso? Ja, müsste ja eigentlich, gibt's ja keine Probleme. Bin ich mal gespannt, ob das noch was wird da mit Riesengebäuden. Grundstückspreise sind auf jeden Fall sehr angemessen. Dulit, dulit, dulit. 104.000. So, dem. Upgrade? Nee, kein Upgrade.
Ja, Recyclingzentrum, soll ich das machen oder nicht? Weil ich weiß nicht, wo ich das noch hinballern soll. Und Tourismus will ich jetzt hier aber für die Stadt auch nicht machen unbedingt. Nee. Kein Tourismus. Vielleicht baue ich mal eine allgemeine Hochschule irgendwo hin. Einfach nur so, weil ich es kann. Aber die brauchen natürlich auch ein bisschen Platz. Hier so vielleicht. Weiß jetzt nicht genau, da drüben ist die Uni, hier ist eine allgemeine Hochschule. Die wollte ich eigentlich mehr so in einem Wohngebiet bauen. Damit Leute da vielleicht nicht so viel fahren müssen. Na, vielleicht hier einfach so in den Rand. Hier so. So, mach ich mal einfach. Vielleicht bringt's ja was. Weil das Bildungsniveau ist ja noch nicht ganz so hoch. Und vielleicht dachte ich mal, mit so einer Hochschule. Eine Uni ist ja doch was anderes. Vielleicht klappt's ja dann mit der Hochschule. So, 500 können da jetzt hingehen. Und hier können wir nur noch Erweiterungsflügel bauen. Den hau ich direkt mal dran. Weil ich so optimistisch bin einfach. Nee, weil ich das Geld einfach rausschmeiße mal wieder. So. Fähnchen gibt's auch. Huch. Hey, da war noch eine Info. Ja, auf einen langen Arbeitstag. Unterricht für null Sims, aber da geht's schon los. Und das Schöne ist, die Sims, die sich jetzt da bilden wollen, die müssen jetzt da unten rechts hinfahren. Die Uni ist oben links. Das heißt, wir haben die ganzen Bildungssachen nicht alle auf einem Fleck, sondern es verteilt sich ein bisschen durch die Wohngebiete. Ich glaube, das ist vielleicht doch ganz praktisch. Weil hier unten ist es noch nicht so schlimm mit dem Verkehr, weißt du? Und dann können wir da ein bisschen ausweichen, sozusagen. So, was, ganz kurz, ich will mal ganz kurz gucken. Bildungsniveau, ich weiß gar nicht, ist das nicht ein bisschen angestiegen gerade? Hier, ein kleines bisschen? Doch, ich glaube, es steigt gerade ein bisschen an. Kann mich natürlich auch täuschen. Aber das tue ich natürlich nie. Ach, wie cool, da oben. Ne, da wird bestimmt geraucht. Auf dem Dach wieder. Huch. Kann ich eigentlich mal ganz spaßeshalber. Warte mal. Einstellungen. SimCity Server abgestürzt. Versucht eine neue Verbindung herzustellen. Es ist doch echt ein Leid. Filter ist ja nur Farbfilter, ne? Da kann ich ja. Haben wir auch noch nicht gemacht. V-Sync, Schatten, Geometrie, Animationsdetails, Tilt-Shift. Mach ich mal Standard. Yeah, Server abgestürzt, oben links. Ich freue mich. Ihr seid echt super mit euren Servern. Ey, das gibt's doch gar nicht. Dieses Always-On ist voll für'n Arsch. Ich hoffe und bete, dass man aus diesem Fiasko gelernt hat. Ich hoffe und bete. Also wenn Sims 4 kommt, ja, in Bälde. Alter, ist hier was los. Ganz ehrlich, wenn das Always On ist, ey, dann fahre ich persönlich vorbei und hau euch. Da gibt's wirklich eine Nackenschelle für die Idioten, die so... Also da kriege ich... Immer wenn ich das sehe, kriege ich schlechte Laune. Weil das ist so unnötig beim Spielen. So unnötig. Und ich will nicht auf EA angewiesen sein oder auf die Serverstruktur angewiesen sein, auf den Connect angewiesen sein. Was ist denn, wenn ich hier mal einen schlechten Connect habe? Oder wenn es mal ein Unwetter gibt oder wenn du mal auf dem Dorf wohnst, hast du eine schlechte Leitung. Bist du ein Mensch zweiter Klasse? So vom Spielen her? Leute, macht so einen Scheiß nicht. Bitte habt aus eurem Fiasko gelernt. Verbindung erfolgreich hergestellt. Na, Gott sei Dank. Boah. Nee, aber ernsthaft, das geht so nicht. Auch wenn die Verbindung wieder da ist, es geht so nicht. Das ist nicht der richtige Weg. Das ist auch nicht zukunftsweisend. Das sind auch keine Features, die man braucht. Das ist nichts für den Kunden. Das ist einfach nur wieder, also ganz ehrlich,
Ich weiß es nicht. Vielleicht will man da Spielverhalten ausspionieren, Datenprofile erstellen. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ob es nur ein Kopierschutz ist oder noch irgendwas, was scheiße ist. Auf jeden Fall ist es nichts für den Kunden, es ist nichts für den Spieler. Nichts. Liebes EA, denkt an euer altes Credo, mit dem ihr eure Firma gegründet habt. Denkt mal dran, in den 80ern, 70ern? Ich weiß nicht, 80er war das, glaube ich. Als es noch wirklich Electronic Arts hieß, mit dem Kasten, mit dem Dreieck und mit dem Kreis. Nee, Kasten, Kreis, Dreieck, das war das Firmenlogo damals. Das hat man damals noch mit Stolz auf den Spielepackungen getragen. Mit Stolz hat man über die Spiele berichtet damals noch. Zu Zeiten von Powerplay und ASM. Boah, das war geil. Die besten Spiele, die besten Firmen vereint sozusagen. Die besten Spiele schmieden, das war toll. Nicht alle natürlich, aber einige davon. Lass doch das Erbe nicht so verkommen. Ist übrigens schön mit der Uni, mit dem Dingens hier, mit der Hochschule hier, ne? Mit dem Pipapo. Da so ein bisschen Wald und sowas, finde ich ganz toll. Unterricht für 1000 Sims. Wow. Bildungsniveau sagt was? Ist gestiegen. Muss mal gucken, ob die Klassenzimmer dann voll sind. Ach, schon cool irgendwie. Ich mag das, wenn die da so im Kreis sitzen und sowas. Das, ach ja, das mag ich. La, 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 la. Was sagt denn das Gimmi? Gestern unterrichtet 800. Zwei von vier. Ich mach das mal wieder besseren Wissens, dass wir jetzt eine Hochschule haben. Aber die Schulbusse holen die Sims ja auch wirklich ab. Zur Schule. Nur deswegen mache ich das gerade. So, ich weiß gar nicht, ob es gibt immer noch einen Mangel an Arbeitern. Natürlich, Mangel an Arbeitern, ist doch klar. Und natürlich Bedarf an Wohngebieten à la Couleur. Hua, Flugzeug. Die Illusion von Geschwindigkeit. So, habe ich hier noch eine Straße vergessen beim Ausbau? Nee, ne? Zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Und da wird gerade erhöht. Ich habe überlegt, ob ich die Straßen hier vielleicht wegreißen soll. Hui! Eine lebendige Stadt. Sie atmet! Sie atmet! 500 fehlen uns noch. Und wir sind bei 97.000 Einwohnern angelangt. Ich weiß nicht genau, wie sich das zusammensetzt. Ist mir jetzt momentan auch ein bisschen Schnuppe. Schnuppe! So, die Dichte steigt auch ein bisschen. Shoppingläden brauchen wir so gar nicht, ne? So, ich zoome jetzt die ganze Zeit. Also, ich mache hier die ganze Zeit nur im Kreis und gucke mir die ganze Zeit die Stadt an, habe ich das Gefühl. Ich drehe die jetzt mal, damit wir aufregende Action haben. Aber es dümpelt halt so ein bisschen vor sich hin gerade, ne? Hui! Ja, soll man die Stadt hier auf irgendwas spezialisieren? Vielleicht auf Hightech? Geht das überhaupt? Ich weiß gar nicht, auf was man spezialisieren kann. War das hier? Spezialisierung. So, wir haben Bergbau, nein. Blähungen, nein. Handel, nein. Elektronik, nein. Kultur, nein. Glücksspiel auch nicht. Obwohl, Elektronik kann man ja eigentlich machen. Prozessorfabrik, 160.000. 2400 Prozessoren, ich glaube, das mache ich mal. 160.000, die haben wir ja bald. Prozessorfabrik kriegen wir ja auch noch irgendwo hin. Ich würde sagen, hier so, ne? Bei der Uni. Ja, kriegen wir auch noch irgendwas runter.